zur Ordnung zu rufen und Schlimmeres zu verhüten. Da kam mir dann den Befehl, also fertig machen und aufsitzen. Und dann fuhren wir aus der Kaserne. Und als wir den großen Stern umrundeten, also den Platz, wo die Siegessäule in Berlin steht, da wurden wir schon mit Steinen beworfen, weil die Westberliner natürlich genau wussten, die fahren jetzt also zum Checkpoint Charlie und versuchen die Westberliner daran zu hindern, die Mauer zu erstürmen und ihre Meinung zu bekunden, was sie von diesem neuen Zwischenfall an der Grenze halten. Der regierende Bürgermeister Willy Brandt muss beschwichtigen. Berliner Mitbürger, wir sind alle wegen der schrecklichen Verletzung der Menschenrechte an der Mauer von einer tiefen Empörung erfasst. Sie haben dieser Empörung in den letzten Tagen Ausdruck gegeben. Die Zwischenfälle der letzten Nacht aber, in denen einzelne Gruppen von Demonstranten gegen unsere alliierten Freunde und gegen die Westberliner Polizei vorgingen, diese Zwischenfälle zwingen mich zu einem eindringlichen Appell. Wenn wir solche Ausschreitungen zulassen, dann betreiben wir die Geschäfte der anderen Seite. Unsere Feinde warten nur darauf, dass wir unseren klaren Kopf verlieren. Es dauert Tage, bis sich die Lage in West-Berlin beruhigt und die Wut sich in Trauer und Fassungslosigkeit auflöst. Erst am späten Abend des 17. August 1962 bricht es über die Familie Fechter herein, dieses Unglück. Und es wird sie nie wieder in Ruhe lassen. Der Sohn ist erschossen worden. Mit einer Hausdurchsuchung beginnt die Staatssicherheit die jahrelange Erniedrigung der Familie Fechter. Abends, so gegen 22 Uhr, haben die Kriminalpolizei und die Staatssicherheit meine Eltern informiert. Erst haben sie gefragt, wo ist denn ihr Sohn, wo treibt er sich rum oder so. Ja. Haben erst gefragt erstmal und nachher haben sie dann erstmal praktisch dann durchblicken lassen, dass er auf der Flucht erschossen wurde. Ja. Und dann wurde dann diese Dreizimmerwohnung wurde dann durchsucht. Die suchten echt nach Waffen bzw. nach irgendwelchen provokatorischen Schriften oder sowas, ja, aber gab's ja nur nicht, sowas hatten wir ja nur auch nicht. Die Mutter von Peter war bei diesen Aufnahmen 1990 75 Jahre alt. Die Ereignisse um den 9. November 1989 brachten alles wieder in Erinnerung. Und Frau Fechter hat das Ende der Berliner Mauer nicht verkraftet. Kurz nach diesen Aufnahmen ist sie gestorben. Ihr Mann wenige Jahre nach dem Tod des einzigen Sohnes. Die Stasi war immer dabei, auch am Grab. So, ja, Kontrollen auf dem Friedhof, ja, die ja auch nicht normal sind, wenn da jemand sitzt und Zeitung liest, Neue Deutschland liest und offensichtlich da eben auf dieses Grab aufpasst. Ja. Am 27. August 1962 findet die Beerdigung von Peter Fechter hier auf dem Auferstehungsfriedhof in Berlin-Weißensee statt. Trotz staatlich verordneter Geheimhaltung sind viele Menschen gekommen. Der Westdeutsche Heinz Grimm macht das einzige Foto der Beerdigung. Und das hatte Konsequenzen. Ich bin anschließend am Ausgang des Friedhofs verhaftet worden und anschließend im März 1963 zu 3 Jahren Zuchthaus verurteilt worden, wegen Übermittlung von Nachrichten. Ich musste 2 Jahre davon absitzen und bin, was ich nicht weiß, wahrscheinlich freigekauft worden nach 2 Jahren. Im Sommer 1991 bin ich wieder in der Zimmerstraße, Ecke Charlottenstraße. Die Mauer fällt. Neben dem schlichten Holzkreuz für Peter Fechter, dort, wo die Verbrüderungsszenen nicht enden wollen, dort verläuft die Front nicht mehr. Ja, für uns ist es unfassbar, dass diese Mauer gefallen ist, an dem unser Bruder Peter jämmerlich verblutet ist. Und dass dies jetzt alles einmal nicht mehr ist. Da haben wir jetzt immer noch dran, das zu verkrampfen, ja. Das war im ersten Augenblick unfassbar.
Die zwei Schützen Friedrich und Schreiber werden 1962 wie üblich belobigt und ausgezeichnet. Im Jahrbuch des Grenzkommandos Mitte, einer Art Poesiealbum der Grenztruppen, wird der 17. August als leuchtendes Beispiel lobend erwähnt, als ganz nebenbei ein gewisser Fechter den Tod fand. Die Schützen selber, die müssten erstmal für ihre Tat auch verantwortlich machen. Denn wenn ich zum Beispiel im Fall meines Bruders Peter Fechter sehe, ja, dass auf einen einzelnen Mann, muss man sich vorstellen, 35 Schüsse abgegeben wurden, dann kann ich schon nicht mehr sagen, dass das schon ein Befehlsnotstand gewesen ist. Und dass dieser Unteroffizier Friedrich allein 17 Schüsse auf meinen Bruder abgegeben hat. Das heißt also praktisch, der hat seinen Finger überhaupt nicht mehr vom Hebel genommen. Und wenn ich dann sehe, dass diese Schützen, klar, sagen die nun, naja, wir mussten ja, dahinter stand ja, weiß ich, der Offizier und hat aufgepasst, ob wir zwar schießen, ja, aber man kann auch daneben schießen, ja. Und ich bin immer noch nach wie vor dafür, dass die da gerade stehen müssen, ob Schießbefehl hin oder nicht. Fast 35 Jahre nach dem Tod von Peter Fechter beginnt am 3. März 1997 der Prozess gegen die Schützen aus der Zimmerstraße. Das Urteil: 21 und 20 Monate Haft auf Bewährung wegen gemeinschaftlich begangenen Totschlags. Das berühmteste Foto des sterbenden Peter Fechter. Der Fotograf Wolfgang Behrer hat es über die Mauer hinweg geschossen. Eins der berühmtesten Fotos der deutschen Nachkriegsgeschichte überhaupt. Freie Universität Berlin. 50 Jahre nach den tödlichen Schüssen in der Zimmerstraße ist der Tod Peter Fechters Gegenstand im Unterrichtsfach für Lehramtsstudenten. Thema: visuelle Traditionen in der Fotografie. Die Komposition der Ausgangsfotografie. Christoph Hamann beschäftigt sich seit Jahren mit Fotos, die Geschichte machten. Wenn man sich die Ausgangsfotografie noch einmal ansieht, entdeckt man zentrale Kompositionslinien. Kompositionslinien, die parallel laufen und die alle einen einzigen Ausdruck suggerieren. Nämlich, wir haben Linien, die von links oben nach rechts unten durch die Fotografie gehen. Die Hauptlinie ist diejenige, die vom Hauptmann Schäfer hier links oben über den Körper von Peter Fechter, über den Arm von dem gefreiten Lindenlaub hier nach hinten auslaufen. Das ist also die. Ja, ich bin immer der Frage nachgegangen, warum welche Bilder kanonische Bilder, berühmte Bilder geworden sind. Weil ich der Auffassung bin, diese berühmten Bilder haben einen Einfluss auf unser Bild von Geschichte, also metaphorisch gedacht. Da ist Peter Fechter ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie ich finde. Nun könnte man sagen, ist es angemessen, auf diese Art und Weise mit einem solchen Bild umzugehen, das nach kunsthistorischen Kriterien zu untersuchen. Nämlich, wenn man auf die christliche Ikonografie sieht und die genauer betrachtet, dann wird man feststellen, der Abtransport eines leblosen Körpers ist ein feststehender Topos. Diesen Abtransport gibt es immer wieder im Zusammenhang mit der Kreuzigung Christi. Das ist auch. Naja, mit Gefühl, also wenn man jetzt nur dieses Bild sieht, ohne vielleicht diesen größeren Kontext mit zu beachten, dann wird es natürlich schwer, da irgendwie so ein Mitgefühl zu entwickeln. Gut, der war 18 Jahre alt gewesen. Ich glaube, das letzte Maueropfer Gerfreuder war auch nur 18 Jahre alt. Da vielleicht so einen Zugang zu finden, ist vielleicht schwierig. Man muss es ja nicht so konkret an Aufgabenstellungen festmachen, aber ich glaube, man muss ganz auch damit arbeiten. Eben mit diesen Emotionen, die hervorgerufen werden durch die Bilder. Weil so ein Bild lässt nicht kalt. Oder? Die Gedenkstätte in der Bernauer Straße errichtet auf dem ehemaligen Todesstreifen.
Fotos von 136 Menschen, die an der Berliner Mauer ums Leben kamen, als Mahnmal. Einer davon, Peter Fechter. Gleich nebenan in der Kapelle der Versöhnung wird mehrmals die Woche einem der Toten gedacht. Heute nennen wir einen Namen, entreißen ihn öffentlich dem Vergessen. Peter Fechter. Sein Name steht für viele, doch jeder Name steht für einen einmaligen Menschen. Peter Fechter. Geboren am 14. Januar 1944, erschossen am 17. August 1962. Für alle. Am 17. August 1962, an dem Tag, an dem Peter Fechter starb, war auch ich in Berlin, zu Besuch bei Verwandten im Westteil der Stadt. Ich war schockiert über den schrecklichen Tod des gleichaltrigen Peter Fechter. Für die Betroffenen des Mordes an Peter Fechter, denen ich seitdem begegnet bin, war nach dem Ereignis nichts mehr so, wie es vorher war. Für die Grenzer, die Augenzeugen, aber vor allem für die Familie, die die Verachtung und den Hass des Regimes zu spüren.